Willkommen auf meinem Kanal. Lasst mir ein Abo da, ein Like, ein Kommi, ist mir egal. Mit eurem Support bin ich nicht nur lokal, sondern deutschlandweit am Kommen und das wäre echt brutal. Ja, Freunde, die Kacke scheint mal wieder am Dampfen zu sein, denn ein Video kam online mit dem Titel Der Untergang von Wetten, dass. Und ich wette, dass über 80% der Leute, die sich dieses Video hier angucken, auch schon mal Wetten, dass geguckt haben. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein, falls ich recht haben sollte. Und ich sag euch ehrlich, es war immer so eine Art Highlight. Man hat sich mit der ganzen Familie hingesetzt, man wusste, Wetten, dass startet. Es war eigentlich nicht mal so geil, da waren nur ein paar 80s, die irgendwelche Wetten aufgestellt haben. Das Interessante an dem Konzept war einfach nur, dass sehr viele berühmte Menschen dort aufgetaucht sind. Und ich rede von international berühmten Menschen, Hollywood-Stars, die weltweit bekannt sind, beziehungsweise damals waren. Aber eines Tages wurde Wetten, dass abrupt abgesetzt. Ich weiß auch, weswegen das der Fall war. Ich will aber hier jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Da sollen wohl Parts in dem Video mit drin sein, hat mir derjenige, der mir das Video empfohlen hat, geschrieben, die mich schockieren werden und überraschen. Bin sehr gespannt. Auf entspannten zurück, Lindenhasen. Let's go! Ein Samstagabend. Du bist 9 Jahre alt, frisch gebadet und schon im Schlafanzug. Deine Familie sitzt im Wohnzimmer um den Fernseher herum. Auf dem Tisch stehen Gummibärchen und Flips. Deine Oma hat dir eine heiße Schokolade gemacht. Wetten, dass. Heute aus Mannheim. Thomas Gottschalk trägt mal wieder einen lustigen Anzug. Zu Gast sind Karl Lagerfeld, Steffi Graf und Johannes B. Kerner. Elton John singt ein Lied. Ein Mann bläst Kerzen mit der Nase aus, ein anderer löscht eine brennende Hütte, indem er Wasser darauf spuckt. Und 15 deutsche Zimmermänner schlagen aus einem nicht nachvollziehbaren Grund innerhalb von 3,5 Minuten 2000 Nägel in einen Balken. Pierce Brosnan muss ihnen dabei zugucken. Du hast ein warmes Gefühl im Bauch. Alles ist gut. Wetten, dass war die größte deutschsprachige Show, die jemals existiert hat. Ja. Michael Jackson, Madonna, Britney Spears und viele weitere Weltstars waren zu Gast. In ihren Hochzeiten hatte die Show über 20 Millionen Zuschauer. Doch Wetten, dass war mehr als nur plumpe Unterhaltung. Wie keine andere Sendung hat Wetten, dass gezeigt, wie wir uns als Nation wahrnehmen. Wie wir miteinander umgehen, worüber wir sprechen oder auch lieber nicht sprechen. Und welche Macken wir von Generation zu Generation weitergeben. Wetten, dass ist ein Stück deutsche Kulturgeschichte. Und doch ist die Show irgendwann tragisch abgestürzt. Die Show war so krass, so erfolgreich, dass ein Thomas Gottschalk, der halt der Moderator dieser Show war, einfach international berühmt war. Der lebt ja auch in Amerika, in den Vereinigten Staaten und verkehrt dort auch mit internationalen Stars. Ähnlich wie eine Heidi Klum. Das sind so die zwei, von denen ich weiß, dass sie es außerhalb Deutschlands auch sehr, sehr weit gebracht haben. Heidi Klum sitzt ja sogar in der America's Got Talent Jury, das Pendant zu Supertalent hier in Deutschland, worauf ich im Übrigen auch reagiere. Checkt es sehr, sehr gerne ab. RTL war so nett und hat mich gewhitelistet, sodass ich darauf reagieren kann. Wie konnte das passieren? Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte probieren Sie das nicht. Du hast ja immer einen Spruch drauf. Ich zieh das so langsam. Marcus Lange! Dann sage ich lieber gar nichts mehr. Krass, darauf gehen die auch ein, wo Thomas Gottschalk sich darüber beschwert, dass man heutzutage gar nichts mehr in der Öffentlichkeit sagen darf, weil sich sonst irgendjemand angegriffen fühlen könnte. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Deutschen wollen unterhalten werden. Das Wirtschaftswunder ist in vollem Gange und schon bald steht in jedem Haus ein kleiner Röhrenfernseher. Ein Symbol für ein gutbürgerliches Leben. Man kann sich auf nie dagewesene Weise informieren und unterhalten. Wöchentlicher Höhepunkt ist der Samstagabend. Dann müssten Sie wissen, dass wir heute wiederum in Hannover sind, diesmal am Matschsee. Hans-Joachim Kuhlenkampf ist in den 60ern Westdeutschlands größter Showmaster. Er ist locker, charmant, allseits beliebt. Er moderiert verschiedene Quiz-Sendungen und Talkshows bei den Öffentlich-Rechtlichen. Seine erfolgreichste Sendung ist Einer wird gewinnen. Die Stars kommen aus In- und Ausland. Die Spiele sind oft albern, manchmal aber auch anspruchsvoller und mit Bildungsauftrag. Das ist Voltaire. Das ist Voltaire, gehört. Friedrich der Große. Richard Wagner. Und Friedrich Nietzsche. Eine Show nach der anderen mit 9 Moderatoren schießt aus dem Boden. Häufig sind es Kopien von amerikanischen Formaten.
1981 vereinigt Moderator Frank Elstner das Beste aus allen Shows zu etwas völlig Neuem. Eine Mischung aus Talkshow, Gameshow und Hitparade. Nach nur 4 Jahren erreicht die Sendung allein in Westdeutschland über 23 Millionen Zuschauer. Nie haben mehr Menschen eine deutsche Unterhaltungssendung gesehen. Man muss halt überlegen, die Einwohnerzahl Deutschlands war damals ja nicht so hoch wie jetzt. Plus Fernseher waren auch nicht so krass verbreitet. Also man musste sich einen Fernseher schon leisten können. Das ist eine heftige Zahl, die da zustande kam. Es ist eine Show für die ganze Familie. Die Wetten sind wenig spektakulär, fast schon übervorsichtig. Vor allem überlegt mal, 23 Millionen Leute haben eingeschaltet oder 25 Millionen. Die rechnen ja pro Fernseher oder rechnen die das so mäßig pro Fernseher A4 Leute. Vielleicht waren nur, keine Ahnung, 5 Millionen oder 6 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen Leute eingeschaltet, also Fernseher eingeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie das da funktioniert, weil wir haben uns das immer mit 8, 9 oder 10 Mann angeguckt pro Fernseher. Wie kommen die dann auf die Zahl 25 Millionen? Also ich gehe sehr stark davon aus, dass von den 25 Millionen mindestens die Hälfte Leute waren, die zu zweit oder mehr an einem Fernseher saßen. So viele Einwohner hat Deutschland doch gar nicht. Elstners Moderationsstil ist höflich, seine Sprüche brav, er siezt seine Gäste. Matthias, ja? Sie sind ein Schmied mit Leib und Seele. Ja, kann man sagen. Und haben auch eine eigene Schmiede. Ja. Und mit was beschäftigen Sie sich am meisten? Ja, mit allem, was man so machen muss. Ne? Jetzt habe ich eine Bitte an Sie zu Hause, liebe Fernsehzuschauer. Bitte probieren Sie das nicht, weil ich habe da auch ein bisschen Sorge davor. Nach 6 Jahren will er die Sendung abgeben. Das ZDF steht vor der schwierigen Aufgabe, einen Nachfolger für ihr Kronjuwel zu finden. Sie entscheiden sich für jemanden, der bereits bei Wetten, dass zu Gast war. Du hast ja immer einen Spruch drauf. Wie fällt einem eigentlich so viel ein? Ich weiß nicht, ich meine, ich rede meistens, bevor die Leute reden und dann... Thomas Gottschalk ist anders als Elstner. Er hat sich in der Unterhaltungsbranche bereits einen Namen gemacht. Aber Karate müsstest du doch können. Klar, ein paar Hammerschläge habe ich schon drauf. Willst du mal sehen? Er ist nicht nur Schauspieler, er gilt auch als schlagfertiger Moderator. Ist klar, sie sind praktisch immer nur dann sauer, wenn man sie ärgert. Ist es eine Live-Sendung? Und er hat einen gewissen Charme. Die Andrea kümmert sich dann um den Gewinner, da wäre ich jetzt schon eifersüchtig. Gottschalk ist jung, frech und provokant. Er testet gerne Grenzen aus. Wetten, das hingegen ist eine Familiensendung. Das ZDF geht mit ihm als Moderator ein großes Risiko ein. Gottschalk will herausfinden, wie weit er gehen kann. Er verspricht neue, unkonventionelle Wetten. Wetten, dass Rolf Fischer auf einen 5 Meter hohen Turm kommt, mit Hilfe einer Rolle Toilettenpapier. Wetten, dass Bernd Braun und Ralf Jammerzheim eine in der Mitte durchgesägte Holzbrücke so lange waagrecht halten können, bis eine 50 Mann starke Dudelsackgruppe im Gleichschritt hinübermarschiert ist. Was wäre passiert, wenn die eingestürzt wären? Einfach 4, 5 Leute mit einem Dudelsack fallen aus 2 Meter Höhe runter und brechen sich dann vielleicht irgendetwas. 85 Mann auf 9 Motorrädern mehr als 100 Meter weit fahren. Michael Marschall aus Rendsburg wettet, dass er 30 Musiktitel am Brustmuskelzucken seiner Freunde erkennt. Tim Vetter aus Tutzing wettet, dass er einen Hundenapf schneller ausschlabbern kann als sein Labrador Lucky. Die Wetten werden unter Gottschalk risikoreicher, spannender, skurriler. Die Wetten sind auch ein Safe Space, um die deutsche Kultur zu feiern. Eine Nation von Kartoffelschälern, Tierliebhabern und Nutzfahrzeugfetischisten vergewissert sich ihrer Identität. Gottschalks unverwechselbare Art hält die Show zusammen. Er ist Clown, Charmeur, Sprücheklopfer, Sunnyboy und deutscher Willy Wonka in einem. Gleichzeitig ist er sehr locker, zugänglich und nahbar. Er testet auch hier immer wieder Grenzen aus. Das trifft mich hart. Ja? Oh. Ja. Oh, ist er eifersüchtig? Ja. Achso, ich dachte schon, er zieht den Colt raus hier. Ich denke, der spricht kein Deutsch. Gottschalk kann jede kleine Unverschämtheit und jede Anspannung mit einem flapsigen Spruch schlagartig auflösen. Man lässt ihm viel durchgehen, weil er ja selber einen Witz darüber macht. Ich brauche gute Laune, um mich wohlzufühlen. Also erzeuge ich die auch für andere. Das Weglassen der Regeln, das ist Unterhaltung, dieses sich... Ja.
über Regeln hinwegsetzen und dieses auflösen. Nur gestandene, leicht genervte deutsche Schauspieler trauen sich, ihm Kontra zu geben. Komm auf den Film zu sprechen, der ist mir wichtiger als das, was du redest jetzt im Moment. Jetzt! Er ist einfach sehr, sehr kompliziert. Und ich auch. Ja, das wissen wir alle, das wissen wir. Du hast durch deine Filme wirklich sehr viel gezeigt, wie kompliziert du bist. Du hast einen sehr schönen Film. Gottschalk schafft eine Wohnzimmeratmosphäre. Das Sofa mit den Gästen wirkt wie ein deutsches Familientreffen. Papa Gottschalk und Mama Hunziker hänseln sich mal wieder. Oma Inge Meisel lobt die Sportskanone der Familie Bastian Schweinsteiger. Die künstlerisch interessierte Nichte Lena wird vom nervigen Onkel Bohlen getadelt. Der Urlaubsflirt der Tochter, von dem alle wissen, dass es eh nichts wird, sitzt auch deplatziert dabei. Es wird nur über Wohlfühlthemen gesprochen. Ernstes und Politisches wird konsequent umgangen. So, Herr Bundeskanzler, also, Sie sehen, fröhlicher Empfang ist auch mal ganz entspannend in einer Runde, wo es nicht um Stress und Dingens geht. Kann man sagen, ja. Auch internationale Stars fühlen sich trotz Sprachbarriere und Simultandolmetscher wohl auf der Couch. I go zur Sicherheit dazwischen. Doppelstreifen, Sekunden, zwischenden Handen. Ready? Eins, zwei, drei. Gottschalks Nahbarkeit, Selbstironie und Lockerheit wirkt ansteckend. Gottschalk hat, wie er selber sagt, die Menschen entkrampft. Dann müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie abfällig Shirin David über seine letzten Sekunden auf der Bühne, das war ja das allerletzte Mal, Wetten, das, wie sie so abfällig am Kichern war, am Lachen, wie sie sich gefreut hat darüber, dass Thomas Gottschalk jetzt weg ist. Land, wer bist du? Was hast du geleistet für diese Gesellschaft, außer eine Menge junger Mädels zu verderben? Der Marktanteil liegt in den 80ern und 90ern regelmäßig bei über 50%. Zwischen 15 und 20 Millionen Menschen schauen sich die Shows an. Wetten, das gilt als größte Show Europas. Das Format wird in die ganze Welt exportiert. In den Niederlanden heißt es Wetten, das, in Spanien Que apostamos, in den USA Wanna Bet. Die Wette auf Gottschalk zahlt sich für das ZDF aus. Gottschalk und Wetten, das sind die unangefochtene Spitze der deutschen Samstagabendunterhaltung. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor allem hat keine andere Sendung, wenn es mal an einem Samstagabend Wetten, das gab, irgendeine Schnitte gehabt. Es hieß immer, weil es erstens selten vorkam und zweitens halt immer für Unterhaltung gesorgt hat. Da gab es noch keine Handys mit TikTok, MikTok und hast du nicht gesehen, wo man sich selbst die ganze Zeit beschäftigen konnte. Yes, Conny, that is your umbrella. Big Brother. Ja, Conny, das ist dein Kamm. Erste Staffel. Anfang der 2000er. Aus den USA schwappen immer mehr Formate herüber. Das deutsche Privatfernsehen verbucht einen Erfolg nach dem anderen. Die Shows werden schneller, verrückter, aufregender und teils niveauloser. Es gibt neue TV-Stars und Showmaster, die unterhalten und polarisieren. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Nein. Ja! Lag den Rab. Bei Wetten, das hat sich seit mehr als 20 Jahren nicht viel verändert. Es gibt immer noch Baggerwetten. Die Gäste heißen immer noch Peter Maffay und Iris Berben. Jede Sendung dauert Minimum 3 Stunden. Ab 2003 verliert Wetten, das jährlich rund 1 Million Zuschauer. Zwischen 1997 und 2009 werden fast alle internationalen Ableger eingestellt. Der US-Ableger hat es nicht einmal über die erste Staffel hinaus geschafft. Das ist krass, du musst die Leute bei Laune halten. Du musst dieses Spagat hinkriegen zwischen wie weit kann ich gehen und wie krass neue Veränderungen muss ich reinbringen und wovor muss ich aufpassen, mäßig, dass ich nicht zu weit gehe, dass ein Shitstorm entsteht und quasi die Show abgesetzt wird. Und falls ihr euch wundert, weil ich die ganze Zeit esse, Datteln vom Datteldealer mit dem Code MASDAKO kriegt ihr 15% Rabatt. Das heißt www.datteldeal.de. Wenn ich es nicht wieder vergessen sollte, wird unten in der Videobeschreibung stehen oder angepinnt, einfach Datteln bestellen und gönnen. Sehr, sehr guter Schokoladenersatz oder allgemein für Süßes. Das Format kann auf dem amerikanischen Markt von Anfang an nicht mithalten. RTL nutzt die Schwäche des Kolosses aus und wagt im Jahr 2007 den Frontalangriff. Zum ersten Mal lassen sie mit Deutschland sucht den Superstar eine großproduzierte Live-Show gegen Wetten, das antreten. Der Marktanteil von Wetten, das rutscht auf ein Rekordtief von 33,5%. Wetten, das ist schlagbar. Gottschalk fürchtet sich offenbar vor der Konkurrenz aus dem Privatfernsehen.
Seine Sendung muss irgendwie mithalten. Die Gäste werden jünger. Viele kommen aus dem Privatfernsehen. Wetten, das verändert sich. Auch wenn Gottschalk sich immer noch klar abgrenzen will. Bitte, wir sind hier nicht bei RTL 2, Freunde. Also ein bisschen Stil muss sein. 2009 fällt die jährliche Quote erstmals unter 10 Millionen. Spiegel Online schreibt, Gottschalk könne kaum noch Interesse an seinen Gästen aufbringen. Die Interviews verkämen zum Geplapper. Die Wettideen gehen aus. Also, Bagger, Hindernis, ein riesiger Steinklotz und er behauptet allen Ernstes, er fährt mit seinem Bagger über diesen Steinklotz. Die Wetten brauchen mehr Risiko, mehr Action. Ich hatte eben Kandidaten, wo ein blinder Junge, ich erinnere mich, durch das Kratzen an Joghurtgläsern irgendwie die Haltbarkeit Daten erkennen konnte und wo harmlose Geschichten passiert sind, die aber zusehends schlaffer gewirkt haben. Es gab ja dann aus Amerika dieses Jackass. Aha. Ich weiß noch, da saß einer in so einem Einkaufswagen und fuhr damit den Berg runter. Aber gut, konnte das nicht ausgehen. Aber das war die direkte Konkurrenz, gegen die damals angetreten sind. Und dann kam einer, der gesagt hat, ich springe auf Stelzen über Autos. Habe ich gesagt, das ist Jackass. Und das ist etwas, wo man natürlich sich im Nachhinein sagen kann, muss es denn so sein? Haben die gerade schon gespoilert. Ne? Viele von euch wissen jetzt ganz genau, was passiert und was da passiert ist und weswegen Wetten, das eingestellt wurde quasi. Wir wollen auf gar keinen Fall jetzt in einer Situation, wo hier wirklich ein Notfall vorliegt und Sie haben gesehen, wie es dazu gekommen ist, einfach weitermachen mit Jux und Dollerei. Wir wollen uns ganz klar vergewissern, dass der junge Mann in Ordnung ist, dass Samuel gut geht. Willkommen zum Heute-Journal an einem Fernsehabend, der hier im ZDF leider von einem schweren Unfall überschattet wurde. Viele von Ihnen werden vorhin die Sendung Wetten, das gesehen haben und sich Sorgen machen. Für Moderator Thomas Gottschalk war es ganz sicher einer der schwierigsten Momente in seiner Karriere, eine Unterhaltungssendung überschattet von einem schweren Unfall. Ja, aber das Ding ist, der Typ ist doch dahin gegangen. Der hat doch gesagt, ich mach das. Das ist genauso wie wenn ich dahin gehe, Janne, und sage, ja, schießt mir eine Kugel in meine Brust. Das ist jetzt überspitzt dargestellt. Schießt mir eine Kugel in meine Brust ist so hart, ich halte das aus. Also, ich habe diese Power dafür. Natürlich, am Ende des Tages liegt das in der Pflicht der Sendung zu sagen, ey, Bro, du bist auch nur ein Mensch. Du hältst das mit Sicherheit nicht aus. Ja, dein Pimmel ist lang und du bist geil und alle Frauen stehen auf dich, aber eine Kugel in deine Brust hältst du nicht aus. Aber bei dem, was der da gemacht hat, ey, ich habe schon 100-mal Schlimmeres gesehen. Ehrlich, es ist halt passiert. Es ist wie mein Ninja Warrior Unfall, dass mein Fußgelenk gebrochen ist. Ich habe mehrere Durchläufe, bevor die Kamera an war, gemacht. War gar kein Problem. Ich bin sehr gut durchgekommen. Als die Kameras angingen, direkt beim ersten Gerät runtergefallen, Fußgelenk gebrochen, unglücklich gestürzt, keine Ahnung. Und ja, 2 Jahre, 2,5 Jahre komplett eingeschränkt. So, was willst du machen? Ist halt so. Leider hat Samuel sich tatsächlich sehr schwer verletzt, wie die Ärzte der Universitätsklinik Düsseldorf heute bekannt gaben. Und da gibt es heute schon weitgehend Gewissheit über seine Zukunft, wenn auch eine traurige. Die Lähmung bleibt, sagen die Ärzte, der Sturz während der Live-Sendung hat eine Querschnittslähmung zur Folge. Ich erinnere mich natürlich an diesen Moment, weil er ein einschneidender Moment in meiner Fernsehtätigkeit war, weil mir natürlich die ganze Unsinnigkeit meiner Unternehmungen, wenn sie mir nicht schon vorher aufgefallen wäre, spätestens da aufgefallen ist. Warum muss ein Mensch den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen, nur weil er glaubte, bei mir auf Stelzen über Auto springen zu können? Was ich mir vorwerfe, ist, dass wir dieser beginnenden Gier an Action nicht widersprochen haben. Der Unfall von Samuel Koch verändert Wetten, das für immer. Nur ein Jahr später hört Gottschalk auf. Unterhaltung muss man nicht ernst nehmen. Ich sage Ihnen, auch ich habe mich nie ernster genommen als das, was ich für Sie präsentiert habe. In diesem Sinne, herzlichen Dank, gute Nacht. Es war eine tolle Zeit. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Das ZDF steht vor einer unglaublichen Aufgabe. Es braucht einen Nachfolger für eine Show, auf der der Schatten eines furchtbaren Unfalls liegt. Wer kann in die Fußstapfen eines beispiellos beliebten Vorgängers treten? Ich weiß noch ganz genau, dass wir nach dieser Sendung, wir haben das ja live miterlebt, dass wir nach dieser Sendung aufgehört haben, Wetten, das zu gucken, weil ich glaube, mein Vater war das oder wer auch immer der Meinung war, dass man so etwas nicht unterstützen sollte. Aber erst nachdem das passiert ist, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, vielleicht auch ein Onkel oder so, ich weiß es nicht mehr, schon zu lange her. Aber irgendeiner war der Meinung, man sollte so etwas nicht unterstützen, weil es könnte ja immer und immer wieder passieren. Die haben quasi die Sendung als, ja,
Schuldige gesehen, was ich nicht ganz so sehe. Der Typ wollte ja auch Fame werden. Der wollte ja auch dahin und gewinnen. So, ich sehe beide in der Schuld. Aber irgendwie lief es ja trotzdem weiter, aber nicht so erfolgreich wie vorher. Es kam halt ein Ersatz. Ich weiß nicht mehr genau, wer da kam, aber das war wohl auch richtig kacke. Appe Kerkeling und Jörg Pilawa sagen ab. Die dritte Anfrage ist erfolgreich. Marcus Lange! Ah! Das Konzept der Show wirkt schon in den letzten Gottschalk-Jahren überholt. Doch mit Lanz wird es noch schlimmer. Lady Kaka. Cringe made in Germany. 3. November 2012. Stadthalle Bremen. Die zweite Sendung mit Markus Lanz. Halle Berry und Tom Hanks sind da, um ihren neuen Film zu bewerben. Sie werden eiskalt mit der deutschen Unterhaltungskultur konfrontiert. Wir haben Halle Berry ja auch gerade gesehen in einer sehr, wie soll man, sie war nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleidet in der Szene, die wir vorhin gesehen haben. Wie ist das, wenn man sich ausziehen muss plötzlich und da drum stehen 20 Mann? Später soll sie sich bei verlorener Wette ihre Fingernägel lackieren lassen. Doch Lanz hat spontan eine bessere Idee. Und damit es keine Strafe für sie ist, muss sie nicht mich küssen, sondern Oliver Welke. hätten sie es gemacht, hätten sie ihn geküsst? Ein überforderter Tom Hanks muss später mit aufgesetzter Katzenmütze dabei zusehen, wie drei deutsche Männer in einem Kartoffelsack um ihn herumhüpfen. Ich schwöre, ich liebe deutschen Humor. Oh, so geil, warte, ich zeig euch mal, ich bin da auch so ein bisschen eingedeutscht. Ich zeig euch mal meinen Tom Hanks-Humor. Erinnert ihr euch noch an Pinocchio und Geppetto? Der hat ja auch diesen Geppetto gespielt. Überlegt mal, Geppetto. J.P.E.D.O. Also wenn ihr es so schreiben würdet, ne? Pedo. Geppetto. Hat sich eine eigene Puppe gemacht, die, wenn sie gelogen hat, ein Körperteil des Körpers gewachsen ist. Und er hat halt immer wieder versucht, ihn dazu zu bringen, zu lügen. Ja, nee, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist eine ganz, ganz andere Thematik. So, Tom Hanks, Epstein, Pädophilievorwürfe. Lassen wir das mal zur Seite. Er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Schauspieler, den ich maximal feiere. Tom, Sie müssen das nicht machen, ja? Na, ich habe sowieso keine Würde mehr im Leib. Barry und Hanks sind so entsetzt, dass sie während eines Musikacts einfach abhauen wollen. Das wird nur in letzter Sekunde verhindert. Später lässt Tom Hanks sich ausgiebig bei der Bild über das Format aus. Wenn in Amerika eine Fernsehsendung 3 Stunden laufen würde, wäre jeder Verantwortliche sofort gefeuert. Wir haben uns echt die ganze Zeit gefragt, was wir da überhaupt machen. Wenn du die Übersetzung im Ohr hast, ist alles, was du hörst. Dies ist ein sehr lustiger Mann, er macht lustige Sachen. Hier zeigen wir ihnen einen Einspieler, dies hier ist die Frau, die so tut als ob, und auch sie ist sehr lustig. Und dann hörst du nur noch bla bla bla. In den USA entdeckt man die Sendung und ist irritiert. Die New York Times staunt offen darüber und nennt die Sendung sehr deutsch. Das US-Magazin The New Republic schreibt, Wetten, das sei ein bisschen rassistisch und ein bisschen sexistisch. Das Konzept sei schwierig zu erklären und bestätige leider die schlimmsten Vorurteile über Deutsche. Humorlos, etwas seltsam und schlechter Modegeschmack. Internationale Gäste wirken mit der Zeit immer deplatzierter auf diesem enthemmten, leicht surrealen Kindergeburtstag für Erwachsene. Ich feiere das so sehr, wo die gerade hier von Modegeschmack reden. Also ey, komm, zumindest diesen Geschmack haben wir Deutschen. Ich zähle mich jetzt einfach mal als Deutscher, obwohl ich nicht so aussehe. Hier mein Hoodie, guckt euch das mal an. Dieser männliche Hase auf männlichster Basis. Ich küsse sein Herz. Checkt es ab, auch unten in der Videobeschreibung. Bitte kein XXL mehr bestellen. Ne, kein XL mehr bestellen. L ist auch geil. Das ist L. Guck mal, wie groß das ist. Ich liebe 50 Cent. Er ist ein toller Mann. An dem ist auch was dran. Falk, du hast... Ja. Da sind jetzt die Kleinen drin. Und es sind eckige und runde drin und ein paar achteckige. Das ist doch toll. Aus Liebe, aus Leidenschaft heraus. Herzlichen Glückwunsch. Super. Sehr schön. Runter. Er muss einmal tauchen. Einmal tauchen. Komm, komm, komm. Schieß alle. Los, 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 los. Komm. Komm an. Der Olli. Michael Bublé sagt später, wenn er gewusst hätte, was das für eine Show ist, hätte er vor der Sendung Gras geraucht.
Auch der Schauspieler Will Arnett hat Wetten, das einfach nicht verstanden. I was in Berlin. I did the craziest talk show when I was there. You did? Yeah, which is the show is called Wutz and Das. What does that mean? I think it means what the f*** is happening. They throw a frisbee. The dog bites it three times, catches it, bites it. Then they take the frisbee with the bite marks over to the people. They take off their stuff and they try to guess from the bite marks which one of their dogs bit. And I've got a bet as to whether or not they're going to get it. So convoluted. They were trying to give me a nervous breakdown. It worked. Meanwhile, then the guy at one point is like, at the next break, so-and-so is going to leave. Would you like to leave the stage? I'm like, yes, I would like to leave the stage. Die Quoten sinken von Folge zu Folge. Fremdscham begleitet jede Show. Wetten, das erfährt seinen absoluten Tiefpunkt im deutschen Mekka auf Mallorca. Das Einzige, was der Arzt mir vorgeschlagen hat, ist Rektalmassage. Stopp. Das ist eine ganz seriöse... Und da wirst du verstehen, dass ich gesagt habe, das mache ich nur, wenn es der Lanz macht. Am Ende der Mallorca-Ausgabe findet eine sogenannte Lanz-Challenge statt. Lanz tritt gegen jemanden aus dem Publikum an. Er will sich mit einer Frau im Limbo messen. Schlägt sie ihn, gewinnt sie eine Reise nach Hawaii. Samstagabend, ein volles Stadion, Millionen Fernsehzuschauer. Niemand ahnt, wie unangenehm die Limbo-Challenge werden wird. Nochmal? Hallo? Nochmal? Nochmal? Machen wir nochmal, richtig? Ach so. Nee, auch nicht so. Nee, in der Karibik wird es auf den Unterschenkeln getanzt. Auf den Knien? Ich denke, das geht so. Rekord, ich hätte das jetzt so der gemacht. Rekord, der Rekord ist bei 36 cm, Herr Lanz. Du machst es nochmal vor, Stefanie, bitte. Aber richtig, nicht mit den Knien. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe eine Limbo-Schule früher geleitet. Wir können jetzt gerne mal Wikipedia gucken, liebe Cindy. Gottschalk hätte vielleicht gewusst, wie man das löst. Lanz schlägt eine Ersatz-Challenge vor. Am Ende gewinnt Howard Carpendale für die unsympathische Wettkandidatin. Howard aus München hat gewonnen. Alles gut. Nein. Viel Spaß auf Hawaii. Danke. Ja? Danke. Nein. Ich schwöre, so eine richtige Karen. Ja? Boah, da kriegt man schon Aggressionen, wenn man die sieht. Ey. Nein. Howard, herzlichen Dank. Ein großer Spaß dir. Das Echo auf die Sendung ist eine absolute Katastrophe. Die Quote auf einem Rekordtief. Das ZDF gibt bekannt, die nächste Mallorca-Ausgabe zu streichen. Ein Jahr später wird Wetten, dass komplett eingestellt. Doch dann gibt es doch nochmal ein Comeback. 2021, 10 Jahre nach Gottschalks letzter Sendung. Das ZDF beschließt, die Sendung wiederzubeleben. 3 Ausgaben soll es noch geben. Nostalgie und die altbekannten Gesichter sind schön zu sehen. Es ist aber nicht mehr dasselbe. Wetten, das hat über Jahrzehnte für besondere Momente der deutschen Fernsehgeschichte gesorgt. Doch die Unterhaltungswelt hat sich verändert. Ja. Süß. Und über 26 Millionen Views. Listen, nobody wants to talk about this. Immer weniger Menschen schauen Fernsehen. Das Format Wetten, das und Gottschalk sind alt geworden. Es wirkt teilweise so, als sträube man sich, mit der Zeit zu gehen. Die finalen Worte von Gottschalk bestätigen das. Er höre aus 2 Gründen auf. Zum einen, weil er viele seiner Gäste nicht mehr kennt. Fair. Der 2. Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Jetzt kommt hier bei Simply und bei vielen anderen, die so auf Mainstream gewaschen sind, ja, man muss mit der Zeit gehen. Bro, der hat meiner Meinung nach, und ich stehe immer zu meiner Meinung, was auch höchstwahrscheinlich der Grund dafür ist, dass meine Kanäle geshadowbanned sind. Aber er hat meiner Meinung nach zu 100% recht. Man kann nicht mehr das aussprechen, was man denkt. Natürlich soll man nicht unter die Gürtellinie schießen, aber hin und wieder mal einen kleinen Witz reißen, ist doch nicht verboten. Wo bleibt der Humor? Wo bleibt dieser Spaß? Heutzutage kannst du gar nichts mehr sagen, weil irgendeine Karen sich da draußen angegriffen fühlt durch das, was du sagst. Du als Single abnehmen ja auch schon, Mutter. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Gottschalk beklagt, dass er im Fernsehen nicht mehr so reden könne wie zu Hause. Das stimmt vielleicht auch. Er übersieht dabei aber, dass nur er bei Wetten, dass so reden durfte wie zu Hause. Er war das Familienoberhaupt.
Vor allem weibliche Familienmitglieder und ausländische Gäste haben die ungehemmten, teilweise übergriffigen Sprüche und Aktionen oft einfach geschluckt. Wer würde sich schon trauen, vor 15 Millionen Zuschauern dem beliebtesten deutschen Showmaster Widerworte zu geben? So was können Sie die Chinesen aber Schnitzel mit Messer und Gabel essen? Warte mal. No, no, no. Sag mal, recyceln die Italiener auch? Ich denke, die schmeißen alles aus dem Fenster. Ne? Und Michelle hat sich schon halb ausgezogen. Es wäre schade, wenn sie sich wieder anziehen müsste. Hier sitzen mindestens 10 Millionen Deutsche und sagen, bring die Frau ins Wasser. Okay, du komm, machst jetzt weiter. Du hast dich lang genug gewehrt, aber jetzt ist Schluss. Eigentlich ging es uns ja wirklich nur darum, dich im Bikini zu sehen. Das letzte Mal schon nach der Sendung habe ich versucht, eine von den Tänzerinnen von Ricky Martin zu küssen. Da habe ich aber hier vielleicht einen im Kreuz gekriegt. Du bist eine ganz Stille. Du sagst nie was, oder? Eigentlich hat sie mir versprochen, dieses Hemd andersrum zu tragen, aber sie hat sich doch nicht dran gehalten. You wanted to wear it the other way around. Wir haben Glück, denn alle sehen gut aus. Die hören auf mein Kommando. Wenn ich jetzt sage, bitte umdrehen, dann drehen die sich alle um, bitte umdrehen. Dann jammer um alles, was davor steht. Du musst es Mutti versprechen, dass du hochgeschlossen kommst, gell? Trau mich gar nicht, dir die Blumen zu geben, weil... I just want to show the T-shirt, okay? Oh, no, my boots are here. Aha, may I help you? Yes, kalt oder warm? Eher kalt. Congratulations. Thank you. Nice to meet you again. Ja, du darfst ihn küssen. You may kiss him now. Now? Yes. Danke. Bye, baby. Ah, richtig, voll auf die Lippe und in slow motion noch einmal. No. Vor 20, 30 Jahren galten einige seiner Bemerkungen und Aktionen vielleicht als, in Anführungszeichen, normal. Die Aktionen waren oft sexistisch. Die Sprüche waren häufig etwas rassistisch. Nur war das gesellschaftlich eben akzeptierter. Wir finden es gut, dass das heute nicht mehr so ist. Die Cancel-Culture-Keule zu schwingen, sobald öffentlich die Frage gestellt wird, ob dieser oder jener Spruch nicht vielleicht doch unangemessen war, gerade von jemandem, der für Jahrzehnte einen Sonderstatus in einer starken Machtposition vor einem Millionenpublikum genossen hat, hätten wir mehr Selbstreflexion erwartet. Für uns sind Wetten das Kindheit und Thomas Gottschalk eine Fernsehlegende. Doch der Abgang hinterlässt für uns einen bitteren Beigeschmack. Ja, Freunde, so viel zu der Wetten das Folge, der Untergang von Wetten das. Ich bin gen Ende des Videos gar nicht seiner Meinung von Simply. Ja, er war ein bisschen rassistisch, er war sexistisch, aber er hat auch Männer blöd angemacht, nicht nur Frauen. Er hat jetzt nur das gegen die Frauen gezeigt. Ich habe ja gefühlt jede Sendung reingezogen. Er hat keinen Halt gemacht vor niemandem da draußen. Er hat alle gleich behandelt. Und das fand ich halt geil. Heutzutage musst du Behinderte wie Behinderte behandeln. Schwarze wie Schwarze, Weiße wie Weiße, Chinesen wie Chinesen. Also du versuchst niemandem mehr auf den Schlips zu treten. Dabei trittst du denen unbewusst auf den Schlips, weil du sie anders behandelst, weil du denkst, die wären anders. Aber Mensch ist Mensch. Ob Mann, ob Frau, egal was auch immer man versucht, uns einzureden, um uns zu spalten voneinander. Das ist für mich mehr Rassismus und Diskriminierung, wie wenn du einfach ganz normal du selbst bist und einen Fick darauf gibst, ob der Gegenüber von dir jetzt, keine Ahnung, eine gelbe Hautfarbe hat oder eine schwarze oder kleinwüchsig ist oder zu groß oder einen langen Pimmel. Ich weiß, das ist sehr, 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 sehr belastend. Mit 2 Millimeter. Aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Aber was willst du machen? So ist der Mainstream heutzutage. War trotzdem ein sehr, sehr nices Video. Hat mir sehr gut gefallen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also passt auf euch auf. Bleibt sauber, bleibt green. Denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Master.